Liebe Redaktionen, hört auf mit dieser dummen Art von Journalismus. Ein journalistisch geschaffenes Bild ist ein Bild mit Namen. Fotografen und Fotografinnen haben Namen. Wir möchten ganz stark wach machen. Die Redaktionen selbst sind es, die zurzeit manchmal die Pressefreiheit abschaffen. Wie geht das? Sie nutzen Bildmaterial, das irgendwie von den Unternehmen, von Organisationen zur Verfügung gestellt wird, sehr professionell, und das sich nicht mehr unterscheidet von den Bildern, die auch Journalisten machen würden. Mit einer wichtigen Unterscheidung. Es sind Tendenzbilder. Es sind Bilder, die etwas ganz Bestimmtes sagen sollen über eine Marke, über einen Menschen, über eine Gegend. Und das Erschreckende ist, dass Redaktionen diese Tendenzbilder übernehmen und nicht mehr eigenständig Fotografinnen oder Fotografen hinausschicken, um dann selber eigenständig Bilder zu machen. Wir haben hier in wunderbare Zusammenfassungen von unserer Kollegin Christina Tübeck aus Hamburg, die zeigt, wie schwer es für uns Benutzer oder Leser dieser Magazine ist, zu entscheiden, ist das ein Tendenzbild oder ist das ein echtes Bild? Ein Bild, das von einem freien Fotografen, freien Fotografin geschaffen worden ist. Und wir möchten ganz stark darauf hinweisen, schaut euch die Credits an, schaut euch die kleinen Worte an, die unter den Bildern stehen, von wem die kommt. Und wenn da nur steht Redaktion oder irgendwas Allgemeines, dann ist das ganz schwierig. Dann ist die Tendenz stark, dass es sich um ein Tendenzbild handelt. Ein journalistisch geschaffenes Bild ist ein Bild mit Namen. Fotografen und Fotografinnen haben Namen und die stehen auch dann unter diesen Bildern. Und wir möchten ganz stark wach machen. Liebe Leser, lasst euch nicht veralbern. Und noch viel wichtiger, liebe Redaktionen, hört auf mit dieser dummen Art von Journalismus. Seid so frei, wie ihr frei sein könnt in diesem Land, in dem wir sind. Und das ist ein großes Gut. Deswegen hört auf, diese Tendenzbilder zu machen und zu nutzen, und nutzt euren eigenen Verstand, um über die Dinge dieser Welt zu berichten.